Wir kommen nun zu einem feierlichen Höhepunkt des Ludwig-Erhard-Gipfel 2021, der Verleihung des Freiheitspreises der Medien an den Kanzler der Republik Österreich, Sebastian Kurz. Dringenden Regelungsbedarf innerhalb der Europäischen Union, was das Reisen betrifft, was die Grenzen betrifft und auch was unsere Freiheiten innerhalb Europas betrifft. Wir begrüßen mit einem herzlichen Willkommen ins herrliche und ewige Athen, in die Wiege unserer Demokratie. Den Ministerpräsidenten Griechenlands, Kyriakos Mitsotakis. Seit 2 Jahren führt er die politischen Geschicke Griechenlands. Und man kann sagen, er führt sie gut. Griechenland kam aus einer schweren, langen Wirtschaftskrise direkt in die Pandemie und hatte sich obendrein des Flüchtlingsansturms und Aggressionen der Türkei zu erwehren. Mitsotakis führt das Land besonnen und erfolgreich durch die schweren Jahre. Und endlich bessern sich die Perspektiven für Griechenland deutlich. Anders als seine Vorgänger, die mit Brüssel und der EU vor allem auf Konfrontationskurs gegangen sind, sucht Mitsotakis die konstruktive Partnerschaft. Darum hat er sofort zugesagt, die heutige Laudatio auf den Kanzler Österreichs zu halten. Ladies and gentlemen, fellow delegates, distinguished members of the Weimar Media Group, Chancellor Kurz, good afternoon from Athens. I'm sorry that the business of government and the demands imposed by the ongoing pandemic across Europe don't allow me to be with you today in Munich. I am, however, honored to have been asked to provide a few thoughts on our honoree, Chancellor Sebastian Kurz, and indeed on the significant and growing ties that bind the country I lead, Greece, to our Austrian friends. Sebastian, may I first begin by congratulating you on being the recipient of the 2021 Media Freedom Prize. It's a tremendous honor that the Weimar Media Group has chosen you as this year's recipient of the Media Freedom Prize is undoubtedly a recognition of and a reflection on both your character and your leadership at home, Sebastian. Chancellor Kurz, your path in politics is in many ways a traditional one. It just began earlier than most and came to pass more swiftly than most. Born in 1986, you joined the Young People's Party at 17, chose politics over a law degree at 19, and were local party chair in Vienna at 22, and federal chair of the party at just 23. By 24, you were a member of the Vienna Municipal Council. And at the age of 26, a member of the lower house of the Austrian Parliament. Appointed Austrian foreign minister later that year, at the age of just 27, you are the youngest ever holder of that office in your country's history. And as we all know, you have been leader of the Austrian People's Party and Chancellor of Austria since 2017, when you were just 31 years of age. You're also currently the leader of Europe's only center-right, center-left governing coalition. And in another first, a majority of your ministers are female. Indeed, by the time of your election as chancellor in 2017, I was already aware that you had been a figure of some note in the front line of Austrian politics for 7 years,
or to put it in another way, since the age of 24. I know, of course, that being the possessor of the elixir of youth can be a curse as much as it is a blessing in professional life, and in particular for us politicians. When you became Chancellor of Austria, as I said at just 31, the media, and indeed some of our fellow leaders, tended to do what I have just done and focus on age rather than policy or political philosophy. I know, too, that much was made at the time of your looks, the way you dressed, and the way you presented yourself, what our critics might determine as the spin over the substance. Indeed, back in late 2017, when you were mulling over the question of whether you would govern in coalition or as a minority government, much was being made in the European press of the weight of responsibility resting on such young shoulders. And yet, as I recall, you told an interviewer at the time that people are who they are, and that you can't simply become 30 years older just like that. You went on to conclude that if being seen as young was a problem, then people can take comfort from the fact that it becomes less of an issue with each passing day. Looking back on those words today, I can see in them much of what I have come to know about you over the last few years. A sharp wit, a sense of pragmatism, a need for compromise, an impatience to get things done, and a recognition of the facts. We are, of course, political partners as well as political friends. We may not always agree all of the time, but I have always found you a willing listener and a forceful, persuasive, and passionate advocate for your country. When you disagree, you will tell me so. But you are also someone who I have found will go the extra mile in support of meaningful change. You became the leader of the People's Party not long after I became leader of New Democracy here in Greece. Whilst we had our differences in some areas, I was struck above all by your belief in the power of reform, that sense of change, and the offer of a new direction. We both believe in the importance of strong governance, the effective management of the economy, an efficient and well-supported public health system, and the need for uncompromising reform delivered for the benefit of all. This is precisely why both Greece and Austria, as members of the Smart COVID-19 Management Group, have been at the forefront of building effective, efficient, and pragmatic solutions to the challenge posed by the pandemic across Europe. Our commitment to policies that work and governance that delivers results for all of our citizens is why I believe our two countries have done better in responding to the challenge at hand than many other European countries. We both also believe in the importance of European solidarity and cooperation on matters of defense and security policy. Austria has steadfastly supported Greece in the face of Turkey's aggression and provocations in the Aegean. And after the events in Evros in March of 2020, where Europe's land border came under attack, Austrian forces have been an integral part of the Frontex forces protecting our borders. In doing so, Sebastian, you have demonstrated leadership and resolve, along with unqualified support, for which I am truly grateful. Austria and Greece enjoy a shared and long-standing history at the heart of Europe. We are two countries with similar-sized populations, and above all, Austria, like Greece, is, I believe, at the forefront of forging new partnerships for a cleaner, greener, more sustainable, and digitally enabled future, not just for both our people, but for the people of Europe. Ladies and gentlemen, as we look to a brighter shared future, it is with great pleasure that I introduce to you the recipient of the Weimar Media Group's Media Freedom Prize for 2021, Sebastian Kurz, Chancellor of the Republic of Austria. In der Jurybegründung zur Verleihung des Freiheitspreises der Medien 2021 an den Kanzler der Republik Österreich heißt es:
Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich in seiner politischen Laufbahn immer wieder als Brückenbauer erwiesen. Als Integrationsminister gründete er den österreichischen Integrationsfonds. Als Außenminister suchte er einen Ausgleich der zunehmenden Spannungen innerhalb der Europäischen Union. Der engagierte Europapolitiker agierte immer wieder als Versöhner unterschiedlicher Interessen und weltpolitischer Anschauungen. Er gab den kleineren EU-Staaten, insbesondere Ost- und Südosteuropas, im europäischen Gestaltungsprozess eine größere Stimme. Bundeskanzler Kurz baut immer wieder eine Brücke quer durch den Kontinent und erweist sich als offener Mittler, dem ein geeintes Europa nicht nur Vision, sondern gelebte Realität sein soll. Auch innenpolitisch ist es dem 34-Jährigen gelungen, lange verfeindete politische Lager in unterschiedlichen Regierungskoalitionen demokratisch konstruktiv einzubinden. Er ist eine kommunikative Integrationskraft zur Mitte der Gesellschaft hin. Den Freiheitspreis der Medien erhält Kurz auch, weil es ihm als außergewöhnlichem Kommunikator gelingt, Dialoge offen zu halten, Ausgrenzungen zu vermeiden und selbst in Krisensituationen wie Terrorattacken oder der Pandemie offen zu kommunizieren und die versöhnenden Kräfte der Gesellschaft zu stärken. Als einer der jüngsten Spitzenpolitiker Europas stellt er sich klar gegen die Verächter von Demokratie und Pluralität. Kurz agiert damit als kommunikativ überzeugender Markenbotschafter Europas und der Freiheit. Je schneller wir den Binnenmarkt wieder ordentlich herstellen, je schneller die Reisefreiheit wieder da ist, je schneller die Grundfreiheiten wieder alle gegeben sind, desto eher können wir zum normalen Leben wieder zurückkehren, desto schneller vor allem aber auch haben wir wirtschaftlich wieder den Aufwind, den wir brauchen. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir bitten Sie auf die Bühne zur Übernahme des Freiheitspreises der Medien. Danke, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, Sie damit auszeichnen zu dürfen. Vielen Dank. Es ist mir eine Riesenehre. Vielen Dank. Es ist auch ein handwerkliches Meisterwerk des bayerischen Kunsthandwerkes von Kunst mehr als Kunsthandwerk. Ja. Eine Lüppertz-Schülerin hat ihn für sie erstellt, auf Glas der Münchner Hofanstalt geprägt. Da haben alle bayerischen Könige ihre Preziosen anfertigen lassen. Und nun geht es an das Nachbarland von uns mit großer Freude. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich eine große Ehre. Danke sehr. Herr Bundeskanzler, Sie haben das Wort. Die Bühne gehört Ihnen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Verleger, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Es ist schon eine Ehre, überhaupt hier heute dabei sein zu dürfen. Und vielen Dank natürlich auch für die überfreundlichen Worte des Lobes. Ich gebe zu, als amtierender Politiker, gerade in Zeiten von einer Pandemie, ist man eher Kritik gewöhnt als Lob. Man hat viele unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die selten überall auf Zustimmung stoßen, und insofern wirklich ein aufrichtiges Danke
für die netten Worte und für den Preis. Es ist insofern für mich etwas Besonderes, weil in Österreich gibt es das Sprichwort nicht geschimpft, ist schon gelobt genug. Und insofern herzlichen Dank, es ist mir wirklich eine große Ehre. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat heute ja schon vollkommen zu Recht gesagt, dass Österreich kleiner ist als Bayern. Er hat es am Punkt gebracht. Österreich ist genau um einiges kleiner als Bayern. Bayern ist 1,5 Mal so groß wie Österreich. Deutschland ist eine Supermacht. Wir sind ein kleines Land, aber wir sind im Herzen Europas gelegen und dadurch natürlich ein Land, dem es sehr daran liegt, dass wir in einem geeinten Europa leben dürfen. Und wir versuchen natürlich nicht mit den gleichen Möglichkeiten wie eine Supermacht wie Deutschland, aber doch mit den Möglichkeiten eines kleinen Landes auch unseren Beitrag zu leisten für dieses geeinte Europa. Und wahrscheinlich ist es auch gerade unsere Geschichte und auch unsere geografische Lage, die der Grund dafür sind, dass wir zwar fest in Westeuropa verankert sind, aber trotzdem immer wieder versuchen, auch die Brücke nach Osteuropa zu schlagen. Für uns ist es ein ganz zentrales Anliegen, dass wir uns alle bewusst sind, dass die Europäische Union nicht an den heutigen Grenzen enden kann, sondern auch der Balkan ein Teil der Europäischen Union werden muss. Und uns ist es vor allem auch ein Anliegen, dass wir nicht nur im Blick zurück an die Osterweiterung 2004 alle mit Freude blicken, sondern dass wir tagtäglich versuchen, auch in der Europäischen Union ein Europa zu leben, in dem es nicht Mitgliedstaaten erster und zweiter Klasse gibt. Und ich glaube, das ist eine Rolle, die ein Stück weit Österreich auch einnehmen kann, in Westeuropa verankert zu sein, aber durchaus immer wieder auch für Verständnis zu werben, dass die Europäische Union breit ist, dass sie vielfältig ist und dass die Blickwinkel in den unterschiedlichen Teilen Europas eben teilweise andere sind. Darüber hinaus glaube ich, dass wir alle eine große Verantwortung haben, gerade jetzt nach der Pandemie, alles daran zu setzen, dass wir als Europäische Union nicht zurückfallen. Und ich glaube, daher können wir uns auch gar nicht zu viel Gräben in Europa leisten, denn wenn wir uns international umblicken, dann sehen wir, dass viele unserer Top-Absatzmärkte mittlerweile unsere größten Konkurrenten geworden sind. Wir merken, dass andere Teile der Welt wirtschaftlich nicht nur aufgeholt haben, sondern uns überholt haben. Und wenn man heute auf die 10 wertvollsten Unternehmen der Welt blickt, dann merkt man, 9 sind Technologieunternehmen, 1 ist ein traditionelles Energieunternehmen und alle haben etwas gemeinsam. Sie haben ihren Hauptsitz nicht in Europa. Und daher glaube ich, wir sollten vor allem, nachdem wir die Pandemie überwunden haben, alle Kraft gemeinsam investieren, alles daran zu setzen, dass wir in Europa nicht träge werden, dass wir nicht zu selbstzufrieden sind, sondern dass wir alle hart daran arbeiten, dass die Erfolgsgeschichte der Europäischen Union weitergeht und dass wir mit demselben Einsatz wie die Eltern- und Großelterngeneration dafür kämpfen, dass Europa ein starker Wirtschaftsstandort ist, wo es ausreichend sichere Arbeitsplätze gibt und wir dadurch auch den notwendigen Wohlstand weiterhin gewährleisten können. Und wenn wir als Österreich da einen Beitrag leisten können, dann freut uns das, wohl wissend, dass wir im Vergleich zu Deutschland ein sehr kleines Land sind, aber wir bemühen uns, unseren Beitrag zu leisten. Vielen Dank noch einmal für die Einladung und ja, es ist mir eine große Ehre, heute da sein zu dürfen. Danke sehr. Herr Bundeskanzler, darf ich Sie bitten, Sie sind so freundlich und stellen sich noch den Fragen. Wir haben ja heute viel über Europa diskutiert. Es war der britische Handelsminister da im ersten Jahr Brexit und er hat im Grunde genommen die Hand gereicht. Er hat gesagt, Mensch, wir müssen aufpassen, dass wir als Europäer trotzdem zusammenbleiben. Wie ist eigentlich Ihre Einschätzung? Viele sind der Meinung, in diesem ersten Jahr Brexit merkt man, das ist der Anfang vom Ende von Europa. Also Europa zerfällt. Es wird diskutiert über Zentrifugalkräfte. Und Sie haben ja auch gewarnt, wir dürfen die Gräben nicht zu groß werden lassen. Was ist eigentlich Ihre Prognose oder Ihre Diagnose zum Stand der Europäischen Union? Ist es ernst? Sind wir in einer Krise? Haben wir das Schlimmste hinter uns? Folgt nach dem Brexit noch Schlimmeres? Oder wie sehen Sie das?
Ich glaube überhaupt nicht, dass die Europäische Union zerfällt. Ich glaube auch nicht, dass es allzu starke Kräfte in diese Richtung gibt, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Europäische Union, der EU27, die wird so bestehen bleiben. Die Frage ist nur, wie erfolgreich wird sie sein? Und das ist das Thema, das wir eigentlich im Moment am meisten Sorge macht. Wir haben jahrelang jetzt gesagt, Großbritannien, mit dem Brexit werden sie untergehen. Jetzt haben sie schneller geimpft als die Europäische Union. Wirtschaftlich werden sie auch aufholen können. Die USA entwickelt sich gut. Asien hat sich extrem schnell von der Pandemie erholt. Und daher, glaube ich, sollten wir gar nicht zu viel Zeit mit der ständigen inneren Nabelschau verschwenden, sondern wir sollten versuchen, im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung. Es ist gut, dass wir einen ambitionierten Kampf gegen den Klimawandel führen wollen. Es ist gut, dass wir alles daran setzen, Ökologisierungsschritte zu machen. Aber das muss immer in Einklang sein mit einem Fokus auf den Wirtschaftsstandort, auf Arbeitsplätze, auf Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, das ist die größte Gefahr im Moment. Aber kriegen wir das in den bestehenden Strukturen hin? Sie haben gerade darauf hingewiesen, Europa muss die kleinen Länder achten. Man darf sich nicht gegenseitig übergehen. Man muss die Brücken respektieren. Ist die derzeitige Verfassung, also auch im buchstäblichen Sinne des Wortes, Europas wirklich ausreichend oder braucht Europa Reformen? Sie haben ja mal gesagt, wir müssen Europa moderner und schneller machen. Was meinen Sie damit? Also wie stellen Sie sich das vor, dass Europa sich weiterentwickeln soll? Also ich glaube, man kann ewig lang über die Strukturen diskutieren und mir würde viel einfallen, wo ich glauben würde, dass man da vorankommen könnte. Aber wir wissen auch, dass Strukturreformen irrsinnig schwierig sind in der Europäischen Union, dass viele Entscheidungsgremien so gewachsen sind, wie sie eben sind. Insofern glaube ich, wenn wir es schaffen, ein Europa der Subsidiarität zu leben, wo auf europäischer Ebene die großen Entscheidungen getroffen werden, möglichst gemeinsam agiert wird und regional auch kleinere Themen einfach subsidiär entschieden werden können, dann kann die Struktur schon funktionieren. Ich glaube, neben der Struktur ist aber das Wichtigste die Frage des Anspruchs. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir ein Stück weit den Hunger verloren haben, dass wir manchmal ein bisschen zu selbstzufrieden sind. Und es ist auch nachvollziehbar, weil ja meine Generation, aber auch schon Menschen, die doch ein paar Jahre älter sind, eigentlich immer in Frieden, in relativem Wohlstand in Europa leben konnten. Ich glaube, wir dürfen das alles nur nicht für zu selbstverständlich nehmen. Und das ist das, wo ich glaube, dass wir am stärksten Entwicklungs- und Aufholpotenzial haben in dieser Frage des Anspruchs und im Bewusstsein, dass ohne Wettbewerbsfähigkeit Wohlstand und Lebensqualität dahin sind und auch im Bewusstsein, dass wir es der Demokratie schuldig sind. Denn die Demokratie und der liberale Rechtsstaat, die werden ja auch langfristig nur international geachtet sein und die werden ja nur die Sehnsucht von vielen Menschen in anderen Teilen der Welt bleiben, wenn Demokratie und liberaler Rechtsstaat auch immer Hand in Hand gehen mit wirtschaftlichem Erfolg, mit Lebensqualität und einem zumindest bescheidenen Wohlstand. Nun, wenn man Sie so hört und beobachtet hat in den letzten Monaten, dann haben Sie sich ja in verschiedenen Konfliktsituationen zum Herold der kleinen europäischen Staaten gemacht. Und einige, und man konnte es ja auch in den Medien lesen, sagen, eigentlich ist der Kurz der geborene EU-Kommissionspräsident 2024. Es gab schon Pressemeldungen darüber. Was haben wir davon zu halten? Wären Sie dazu bereit? Ist das ein Thema, was man diskutieren kann? Das ist überhaupt kein Thema. Ich bin nicht nur in meiner Aufgabe sehr zufrieden, sondern wir haben eine Kommissionspräsidentin, die das großartig macht, die wir mit voller Kraft unterstützen. Aber ja, was stimmt, ist, wir bringen uns aktiv ein und wir sind uns vollkommen bewusst, dass zu Recht in der Europäischen Union große Staaten wie Deutschland und Frankreich oft vorangehen, oftmals auch die Linie vorgeben. Aber wir sind eine EU der 27 und ich glaube, es ist gut, wenn auch kleine Mitgliedstaaten sich entsprechend einbringen können und am Diskurs teilhaben. Denn eine lebendige Europäische Union gibt es nur dann, wenn es dort auch einen lebendigen Diskurs gibt. Und da wollen wir gerne mitgestalten. Ist das jetzt richtig verstanden? Also 2024 kommt nicht in Frage, das war klar. Aber 2029?
Sie sind ja so jung. Ich habe vor 10 Jahren eigentlich angekündigt, dass ich nur 10 Jahre in der Politik bleiben möchte. Insofern bin ich drauf gekommen, es macht keinen Sinn, zu lange Pläne zu schmieden. Also ich schmiede keine 10-Jahrespläne. Das hat, glaube ich, auch schon. Sie hören jetzt auch nicht auf, wenn die 10 Jahre um sind, oder? Nein. Wir haben eine Legislaturperiode erst gestartet vor 2 Jahren in Österreich. Wir sind in einer neuen Regierungskonstellation mit den Grünen. Wir haben jetzt nicht nur die Pandemiebewältigung zu erledigen, sondern wir versuchen genau das, was ich gerade vorher versucht habe zu skizzieren, hohe Lebensqualität, Ökologisierung, diese auch wirtschaftliche Transformation, die notwendig ist, hinzubekommen, ohne an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sogar noch wettbewerbsfähiger zu werden. Das ist unser großes Projekt, das wir in Österreich in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Und das fordert uns alle mehr als genug. Wo Sie das gerade sagen mit Ihrer Schwarz-Grün, bei Ihnen ist es ja türkis-grüne Koalition. Vorhin haben Sie ja Söder hier gehört. Er sagt, na gut, in Österreich sind die Grünen brav. Wenn Sie das jetzt auf Deutschland spiegeln, würden Sie Deutschland schwarz-grün empfehlen? Wir haben ja Bundestagswahlen, die anstehen. Also so aus eigener Erfahrung sagen, okay, ich habe das jetzt 2 Jahre lang ausprobiert, das ist ein ganz gutes Modell, empfehle ich dem großen Bruder mal. Also ich glaube, gerade große Brüder haben es nicht gern, wenn man ihnen dreinredet. Insofern, das sind die aber gewohnt. insofern will ich dazu gar nicht übergehen. Ich kann einfach nur aus dem Blick aus Österreich schildern, wie es bei uns läuft. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit bei uns gut funktioniert. Wir haben natürlich immer wieder Diskussionen. Die beiden Parteien sind sehr unterschiedlich. Aber wir haben uns bewusst darauf eingelassen und wir haben eben für uns ein klares Ziel definiert, nämlich eine ökologische Transformation unseres Systems und der Aufrechterhaltung unserer wirtschaftlichen Stärke. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann kann das ein Erfolgsmodell auch für andere europäische Länder sein. Aber welche Konstellation nach einer Wahl herauskommt, das ist immer eine Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Und aus der Außenperspektive betrachtet, würde ich sagen, da sind noch viele Monate bis zur Wahl. Mal schauen, wie sie ausgeht, mal schauen, welche Mehrheitsverhältnisse dann drin sind. Und ja, natürlich ist, glaube ich, eine schwarz-grüne Koalition eine mögliche, die wahrscheinlich auch gut für Deutschland wäre. Also ja, eine klare Empfehlung. Sagen Sie, wo Sie jetzt verschiedene Modelle ja schon ausprobiert haben, erstaunlich in Ihrem jungen Alter, ist es eigentlich leichter, mit rechten Populisten zu regieren oder mit linken Ökologen? Sie haben ja beides erprobt. Mit wem ist das eigentlich angenehmer? Ich glaube, es kommt sehr stark aufs Thema an. Ich habe mich immer dafür stark gemacht und das werde ich auch in dem Leben nicht mehr ändern, dass man mit allen politischen Denkschulen, mit allen politischen Parteien versucht, einen respektvollen Dialog zustande zu bringen. Und daher war es für mich immer klar, dass wir nicht vor einer Wahl eine Partei kategorisch ausschließen. Und so ist auch die Zusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei entstanden, wo in vielen Bereichen ein ähnlicher Blick auf die Dinge war, gerade was das Thema Wirtschaftsstandort betrifft, was notwendige Reformen betrifft. Da, glaube ich, ist viel weitergegangen, auch an Steuerentlastungen für kleine Einkommen, für mittlere Einkommen, für Familien. Und auf der anderen Seite gab es Themen, wo wir uns schwer getan haben in der Zusammenarbeit, weil die Unterschiede sehr groß waren. Und genauso ist es jetzt mit den Grünen. Da gibt es einige Bereiche, wo es große Überschneidungen gibt. Das Ziel, Wirtschaftskraft und Ökologisierung in Einklang zu bringen. Auf der anderen Seite Migrationsfrage und andere, wo wir konträre Ansichten haben und wo es mir wichtig war, im Koalitionsabkommen auch klar festzulegen, dass es hier keine Kursänderung gibt, weil ich von der Politik der offenen Grenzen und der unbeschränkten Zuwanderung nichts halte. Und insofern würde ich sagen, je nach Konstellation gibt es immer Themen, die einfacher sind und andere, die vielleicht mehr Reibung auslösen. Wo Sie das Stichwort offene Grenzen ansprechen, in einem ganz anderen Zusammenhang. Vorhin war der bayerische Ministerpräsident hier und hat gesagt, also wenn wir uns heute schon hier in München so treffen, sollten wir doch beim Thema Grenzöffnung für den grenznahen Verkehr zumindest Schritte gehen. Haben Sie Beschlüsse gefasst? Ja, er hat mir zugesagt, dass es hier Schritte geben wird und wir sind sehr froh darüber, weil wir sind
als Österreich ein kleines Land mit vielen Nachbarn, mit einer extremen Verwobenheit mit unseren Nachbarn. Und die Grenze ist in den meisten Regionen, ganz gleich ob zu Bayern oder in der Bodenseeregion, das ist ja keine harte Grenze, sondern die Menschen sind da eng miteinander verwoben und leben, als würde es diese Grenze nicht geben. Und abseits der Pandemie gab es sie ja auch so nicht. Und daher ist unser Ziel natürlich, dass wir möglichst schnell dazu wieder zurückkehren. Ich glaube, all die Freiheitseinschränkungen, die wir treffen mussten während der Pandemie, Betonung auf mussten, die waren notwendig. Und es war auch teilweise notwendig, sie schnell zu setzen. Aber genauso wie wir schnell auf das Virus reagieren mussten, glaube ich, ist es notwendig, jetzt, wenn es möglich ist, auch möglichst schnell wieder diese Freiheitseinschränkungen abzubauen. Was heißt das für die Grenze genau? Das heißt für die Grenze, dass wir mit 19. Mai in Österreich, innerhalb Österreichs breitflächig öffnen. Tourismus, Gastronomie, Kultur, Sport, all das wird geöffnet, weil die Ansteckungszahlen sinken. Eine Inzidenz von unter 100 mittlerweile, die Zahl der Geimpften, die steigen. Also es ist möglich, diesen Schritt zu setzen. Dürfen wir als Deutsche auch problemlos jetzt wieder über die Grenze? Deutsche dürfen selbstverständlich problemlos einreisen. Bei uns gilt getestet, geimpft oder genesen. Also wer entweder getestet, geimpft oder genesen ist, der darf einreisen, muss bei uns auch nicht in Quarantäne, ganz gleich, ob beruflich oder privat, ganz gleich, ob Dienstreise oder Urlaub. Jeder ist willkommen, insbesondere natürlich auch unsere deutschen Nachbarn. Und den Schritt setzen wir nächste Woche am 19. Mai. Und Söder hat versprochen, dass die deutsche Seite jetzt auch bei dem Thema Grenzöffnung einen Schritt entgegenkommt. Wir haben auf jeden Fall einmal jetzt vereinbaren können, dass es hier Schritte von bayerischer Seite geben wird im kleinen Grenzverkehr. Und darüber hinaus hoffe ich natürlich, dass es hier auch auf deutscher Seite eine Veränderung gibt. Man muss sich bewusst sein, das Virus ist ja nicht auf der einen Seite der Grenze anders als auf der anderen. Und wir haben in Österreich eine Inzidenz, die ist knapp unter der von Deutschland, knapp unter der von Bayern. Wir haben 9 Millionen Einwohner und machen 2,5 Millionen Tests jede Woche. Also über ein Viertel oder fast ein Viertel unserer Bevölkerung wird jede Woche getestet. Das heißt, wir haben eine ganz geringe Dunkelziffer. Sie sind Test-Europameister, also Sie testen viel mehr als Deutschland, das stimmt. Ja, wir haben in der dritten Welle Gott sei Dank auf Tests und FFP2-Masken statt bundesweiter Lockdowns gesetzt. Und das war die richtige Entscheidung, weil wir mit diesen technischen Hilfsmitteln Gott sei Dank verhindern konnten, dass wir in ganz Österreich einen Lockdown machen müssen. Also Sie haben dem Söder die Öffnung des kleinen Grenzverkehrs heute abtrotzen können. Ich glaube, das wollte er selber. Das wollte er selber. Ab wann gilt das jetzt? Das muss der Markus Söder bekannt geben, aber okay. Ich glaube, dass das zeitnah jetzt eintreten wird. Und ich glaube, wir müssen uns schon noch einmal... Aber sehen Sie, Herr Bund, da hat sich der Besuch in München doch schon gelohnt. Ja, natürlich. Ja. Aber ich glaube, mir ist wichtig, dass wir uns einer Sache in dieser Pandemiebekämpfung bewusst werden. Ich bin für jede Maßnahme, die Sinn macht. Und wenn ein Land eine Inzidenz von 1.000 hat und das Nachbarland hat eine von 100, dann ist es absolut argumentierbar, dass man sagt, die Situation ist so unterschiedlich, man muss hier reagieren. Aber ob auf der einen Seite der Grenze, wie bei uns, jetzt eine Inzidenz von 95 ist und auf der anderen Seite der Grenze eine Inzidenz von 110, das Virus ist auf beiden Seiten die gleiche und die Gefahr, sich anzustecken, ist in Berlin, in München, in Innsbruck oder in Wien Daumen mal Pi dieselbe. Und insofern hoffe ich sehr, dass wir dem auch Rechnung tragen. Wir tun das jedenfalls am 19. Mai und ich hoffe, dass viele europäische Länder den Weg gehen, denn wir reden alle immer viel von der Europäischen Union. Die wichtigste Grundsäule für die Masse der Menschen in Europa ist die Reisefreiheit und die Möglichkeit, und Sie wollen sich quer durch Europa wiederherstellen. Zu bewegen. Und das sind gute Nachrichten. Sie waren ja sowieso im Verlauf der Pandemie immer so 3 Wochen vor den Entscheidungen in Deutschland, kann man sagen. Das war auch vom Ablauf der Ereignisse bedingt, aber es lag auch daran, wie Sie Politik gemacht haben. Sie sind jetzt wieder mit dem Impfpass. Der Impfpass, darauf wartet ja halb Europa, vor allen Dingen die Länder, die auf den Tourismus sehr angewiesen sind. Sie haben gesagt, wir machen den jetzt einfach, wir setzen den um. Wie weit sind Sie da eigentlich genau? Am 19. Mai gilt der. Das heißt, für alle, die geimpft sind in Österreich, bedeutet das ab dem 19. Mai, sie müssen sich nicht mehr testen und sie haben mit der Impfung Zutritt zur Gastronomie, zum Tourismus, Kultur, Sport, alle Lebensbereiche. Und das ist ein eigener österreichischer Impfpass, der aber europäisches Modell werden soll. Sie sagen, Sie warten nicht auf Brüssel, Sie
setzen das schon mal um. Ja, wir brauchen den Pass ja als Eintrittstest. Wir setzen ja nicht Öffnungsschritte in einer unvorsichtigen Art und Weise, sondern geimpft, getestet oder genesen, um hineinzukommen, zum Beispiel in ein Hotel oder in die Gastronomie. Wir wollen ja nicht unvorsichtig sein und das muss man irgendwie nachweisen können. Und daher gibt es bei uns ab 19. Mai eben diesen grünen Pass. Ein sehr einfaches Konzept, das ist zunächst einmal ein Zettel oder auch der Impfpass selbst und parallel dazu läuft der Prozess, da eine digitale Lösung auch umzusetzen, die selbstverständlich kompatibel mit der europäischen sein muss. Also als Tourismusland sehnen wir den Tag daher, dass es diese europäische Lösung gibt, je schneller, desto besser. Aber die Kommissionspräsidentin hat zugesagt, bis zum Sommer soll das stehen und das ist gut so. Nun wurde am Wochenende beschlossen von Seiten der EU, dass man nochmal 1,8 Milliarden BioNTech-Impfdosen zusätzlich kauft. Großartig. Sie haben das befürwortet. Was haben Sie gerade gesagt? Das großartig kostet was. Ist. Großartig. Ja, großartig. Also, es kostet also, aber auch was. Das kostet, was das 20 kostet. Euro pro Dosis? Ja, also da sagen diese, Sie, egal. Diese Debatten, die sind wirklich lächerlich. Sie müssen sich mal ausrechnen, was ein Tag Lockdown kostet. Oder was es kostet, wie in unserem Fall, 2,5 Millionen Menschen jede Woche zu testen. Also ich kann Ihnen nur sagen, das Sicherste für jeden Einzelnen, aber auch das Billigste für die Volkswirtschaft ist definitiv Impfstoff zu beschaffen. Und insofern finde ich es großartig, dass die Kommissionspräsidentin diesen Vertrag vorangetrieben hat, dass er endlich auch abgeschlossen werden konnte. Und das ist eine gute Basis, die wir 2022, 2023 brauchen werden, weil Mutationen werden kommen wie das Amen im Gebet. Und darauf sollte man vorbereitet sein. Letzte Frage, sind Sie selber schon geimpft? Werden Sie sich impfen lassen und wenn ja, womit? Ich bin noch zu jung. Wir gehen in Österreich nach Alter vor. Bei uns ist jetzt der Großteil der über 50-Jährigen. Dann sind Sie der Letzte, der dran sind. Na, der Letzte auch wieder nicht, aber ich rechne damit, dass ich ungefähr Ende Mai drankommen werde. Und ich habe schon angekündigt, ich werde mich mit AstraZeneca impfen lassen, weil auch wir Sie in müssen, Österreich... Sie Ärmste als Politiker müssen Sie dann? Nein, wir hatten einfach in Österreich dieselbe Diskussion wie in Deutschland. Ich glaube, das ist da eine nicht ganz notwendige Verunsicherung in der Bevölkerung gegeben hat. Und da will ich auch meinen Beitrag leisten, zu zeigen, dass alle zugelassenen Impfstoffe sicher sind. Und insofern freue ich mich schon auf das Impfdatum. Herr Bundeskanzler, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke auch für die frohen Botschaften, was die Grenzöffnungen anbetrifft und für den positiven Ausblick in dieser Pandemie. Herzlichen Glückwunsch nochmal für den Preis. Vielen Dank. Und schön, dass Sie da waren. Danke vielmals für die Einladung. Und wir freuen uns, Sie und viele andere bald auf Urlaub in Österreich begrüßen zu dürfen. Das werden wir machen. Gut.